Herzlich willkommen zur neuen Folge von mir. Ich habe mir so einen Totschläger gebaut für die Fische. Richtig schön geil mit Logo. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber ich hoffe schon. Mit Bootslack einmal eingelassen, gleich nochmal das zweite. Und wie ich das gemacht habe, werdet ihr gleich sehen. Ja, zuallererst braucht ihr natürlich erstmal einen alten verkackten Besenstiel, so wie der hier. Ich meine, der war mal länger, aber den werden wir jetzt mit 35 cm einmal abschneiden. Dann werden wir Löcher reinbohren, damit wir den halt auch in die Bohrmaschine einspannen können. Stäbchen rein, festziehen, unser kleines Helferlein mitnehmen und dann, um die Griffe hier so ein bisschen reinzukriegen, mit der Flex ein bisschen nachhelfen. Geht einfach schneller, ist einfacher. Anstatt da jetzt stundenlang mit Schmirgelpapier irgendwie durchzugehen und zu schauen, dass das irgendwie halbwegs passt. Jo, ich würde mal sagen, wir messen ab und sägen einmal durch. So, wir nehmen 35 cm. Ob nun von links oder von rechts, ist eigentlich gehüpft wie gesprungen. So, 35 sind hier, zack, zack. Und wie viel haben wir denn drüber? 31, ja, geht auch eigentlich, aber 35 ist ein bisschen besser. Hier fangen wir schon mal an mit doppelten, vierfachen Geschwindigkeitsspeed. So. Die brauchen wir erstmal nicht mehr. Jetzt markieren wir uns da mal so halbwegs die Mitte. Schraubstock. Ich meine, die Mitte kann man sich eigentlich auch ganz schnell selber irgendwie ein bisschen behelfen, indem man einfach ein Stück, kleines Stückchen Papier nimmt. So, 2,5 Hertz, 1, 2 machen wir ungefähr. Na, komm schon. Ein bisschen zu hoch, da ein bisschen mal runter. Perfekt. Guck mal, ist jetzt eigentlich jetzt auch noch mal kurz Pi mal Auge. Gut getroffen. Diese räume ich mal schnell weg. Maschine. Dann werden wir brauchen wahrscheinlich zwei Stäbchen. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher sogar. Ich nehme dafür die viereckigen oder fast rechteckigen Bambuspieße, weil die nämlich dann beim Bohren ein bisschen mehr Grip haben und besser halten. Dann nehmen wir einen Holzbohrer, ich würde mal sagen 3er oder 3,5er.
mehr. Dann stecken wir einfach mal ein bisschen von dem Spieß da rein. Geht nur, dass es halt einfach nur hält. Andere Seite genauso. Gut. Jetzt spannen wir das Ding da ein. Nehmen uns das Helferlein. Und eine Schraubzwinge. Natürlich mal in die falsche Richtung. Mach weiter so. Dann nehmen wir die Flex dazu. So. Wichtig ist jetzt in dem Punkt erstmal die Bohrmaschine anmachen, dann die Flex und dadurch, dass sie sich ja so rumdreht, müssen wir dann natürlich, damit da kein Widerstand gegenkommt, von der Seite zumindest ein bisschen anfangen. Wie dick ihr das haben wollt, wie ihr die Rundung haben wollt oder die Griffbreite, Höhe, ne? Also die Formung, wie zum Beispiel hier bei mir, so ein alter Gummiknüppel aus dem damals so Anfang Schlagstockzeit der Cops, ne? Ohne diesen separaten Griff, sondern früher noch in England, so die oder halt so Baseballschläger ähnlich. Müsst ihr selber wissen. Wer auch immer. Gut, ich mach mal an. Erst das, dann die Flex und dann fangen wir mal an. Ich hoffe, ihr seht das soweit. Wenn man nicht, kann ja mal gucken hier auf die Schnelle. Jo, seht ihr. Ich nehme euch dann hier Step by Step mit.
schon, ist ein bisschen staubig. Ich mache jetzt nicht den Ventilator an, weil sonst staubt das ja noch mehr und somit. So ist das schon okay. So, jetzt mit oben Schmirgelpapier haben wir noch rüber. Da nochmal dieses Stückchen nehmen und dann grobes und dann feines. So, im Endeffekt sind wir so halbwegs schon mal fertig. Jetzt mal die Stäbchen wegdenken, aber ungefähr so. Man könnte natürlich hier oben noch mal ein bisschen abrunden und so, ne? Das ist ja nicht das Problem. Will ich es überhaupt? Nein, ich glaube. Achso, kann ich hier gleich drin lassen. So, im Grunde genommen können wir jetzt die Enden schon mal schmirgeln. Gut, und auch hier das Loch werden wir dicht machen. Wir werden auch wieder einmal ein Stück reindrücken. So fest und so tief wie es geht. Zack, boom. Oder ein bisschen abschmirgeln. So, und schon habt ihr einen astreinen Schlagstock. Für den Fisch allemal ausreichend. So, auch dort kommt immer wieder unser Logo drauf und auch dann wird mit Bootslack einmal ein bisschen drüber. Und dann mal gucken, morgen oder so nochmal. Warum Bootslack? Aus dem Grunde, erstens ist es ja wasserabweisend. Das heißt, wenn immer ein bisschen doller auf den Fischkopf raufknüppelt, ne, und der ein bisschen mehr blutet, habt ihr es ganz leicht. Einfach nur kurz ins Wasser ein bisschen abschütteln da, oder halt mit dem Tuch einmal abwischen, dann ist besser. Wenn ihr den so Natur lasst, ist es natürlich dann irgendwann ein bisschen eklig, weil sich dann natürlich halt auch das ganze Wasser und Blut und Schleim und was auch immer direkt ins Holz irgendwann einfrisst und dann ja, könnt ihr den irgendwann wegschmeißen. Und daher empfehle ich Bootslack. Gut, Bohrmaschine werden wir noch einmal brauchen, weil da kommt natürlich auch ein Loch durch, um dann, wenn es alles soweit fertig und trocken ist, so ein Lederriemen irgendwie so, ne, naturgetreu wie bei den Cops damals so. Ja, braucht man nicht, aber kann man machen. Ja, eigentlich ganz schnell und einfach. Ich werde da jetzt das Logo drauf klatschen und dann erstmal ein bisschen sauber machen. Dann das Logo drauf und dann, ja, Bootslack. Einfache Geschichte. Schnell, simpel, einfach.
Super, Manni, passt es drauf. Jo, nun geht's ans Bootlacken. Also ich werde erstmal den nochmal machen. Dann werde ich dort das Logo drauf klatschen und dann die erste Schicht. Eine Schicht reicht normalerweise, aber dort mal den mal rüber, weil das noch ein bisschen zu rau ist. Da werde ich gerne mal ein bisschen anschleifen und dann nochmal Lack drüber, damit aber der Übergang vernünftig ist. Lackiere es lieber zweimal. Ganz einfach. Ich werde dazu einfach ein bisschen Werkstattpapier nehmen. Dann brauche ich nochmal Draht. Draht auf Draht. Geht auch. Schauen wir mal, ob es besser oder schlechter wird, wenn ich da nochmal rüber gehe. Nicht mit hoch, sondern nur ganz leicht einmal rüber. Ja klar, logisch. Jetzt habe ich vergessen, das Logo drauf zu platschen hier. Ja. Ja,
finde es ja so auch schon mal geil, ne? Nur mit dem hellen Holz da und. Also mit dem Naturholz. Natürlicher Farbe und dann mit dem schwarzen Logo drauf. Also. Finde ich ja schon mal geil. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Aber ich denke schon. Gut, jetzt fange ich mal an. Erste Schicht. Zweite Schicht kommt dann morgen. Oder übermorgen, je nachdem, wie ich Lust habe. So. Die erste Schicht ist drauf. Ob ich eine zweite brauchen werde, weiß ich nicht, aber ich lasse es jetzt erstmal soweit vernünftig trocknen und ja, morgen schaue ich es mir nochmal an und wieder kriege ich dann morgen eventuell eine zweite oder übermorgen, je nachdem. Gut. Ob ich davon noch mal irgendwie anmachen werde, ich weiß nicht, je nachdem. Und einer von denen ist schon verkauft, mehr oder weniger. Wenn er fertig ist, dann kommt einer und ja, was soll ich dafür verlangen? Ne, alter Besenstiel, ein bisschen Strom und so weiter, 5 Euro oder was, ne? Höchstens. Wenn ich, weiß nicht, 2,50 oder so, wäre mir eigentlich auch egal, aber. Und falls ihr auch einen haben wollt, einfach in die Kommentare schreiben oder schreibt mir einfach per E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Daten von dem YouTube-Account. Wenn ihr denn wollt. Wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Könnt ihr natürlich auch andere Farbe machen, ne? Wenn ihr was Leuchtendes haben wollt, auch nicht das Problem. Ihr werdet es erst leuchtend in Neonfarben oder so, oder in, weiß nicht, schwarz, weiß, grau, mausgrau, was auch immer. Blau, grün. Oder für die Mädels unter euch, oder die, die es mal werden wollen, pink. Oder, weiß ich nicht, streift. Dann machen wir mal Streifen rein. Und wie ihr wollt, wäre nicht das Problem. Was an Kosten kommt natürlich extra, je nachdem wo ihr wohnt. Innerhalb Österreich über Hermes 4,20 Euro. Und nach Deutschland über Hermes 9,90 Euro. Natürlich alles versichert. Falls ihr es nicht glaubt, schaut nach MyHermes und dann könnt ihr Tarifrechner machen und so weiter. Könnt ihr alles eingucken. Sendungsnummer natürlich gibt es auch und da seht ihr das auch. Wenn ihr wollt. Jo, das war es eigentlich schon mal wieder für dieses Teil. Kurz, schnell, einfach, knackig, kurz und bündig. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Dreiviertel Stunde, halbe Stunde. Und dann war das Ding gegessen. Und somit, so, also, tschüss, bis zum nächsten Video.